Die Entwickler haben das wichtige Thema Hautfarben in The Sims 4 angesprochen und hierzu neue Informationen veröffentlicht, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Falls ihr die englische Twitter-Seite in den letzten Wochen verfolgt habt, wird euch bestimmt aufgefallen sein, von wie vielen Spielern sich neue Hautfarben für Spiel gewünscht wurden. Diese Kommentare wurden scheinbar von EA erhört und Simcoe Lindsay hat ein Video geteilt, in dem sie genau über diese Problematik spricht. Die Entwickler achten laut ihrer Aussage stark auf Inklusion und haben bereits in der Vergangenheit schon neue Optionen und Verbesserungen zum Spiel hinzugefügt. Jetzt soll aber noch mehr passieren. Hautfarben, die im Spiel teilweise komische, pixelige Artefakte haben, sollen nochmal überarbeitet, aber auch viele Hautfarben mit einem Graustich verbessert werden. Außerdem wird es mehr Hautfarben für die Sims geben, was Lindsay ebenfalls bestätigt hat. Alle diese Änderungen werden wohl noch in diesem Herbst mit einem neuen Update ins Spiel gebracht. Ich denke, dass diese Änderungen auf jeden Fall sinnvoll sind und vielen Spielern dabei helfen, sich selber noch ein bisschen besser nacherstellen zu können. Wenn es neue Infos zu diesem Update geben sollte, werde ich euch natürlich auch nochmal in einem neuen Video darüber informieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.